Ein herzliches Willkommen zurück bei World of Warcraft. Hallo Dalu und hallo Hallo. Xteria. Hi, Molenia. Hi. Und hallo, ihr lieben Zuschauer. Wir liegen immer noch im Haufen toter Trolle. Naja, Nein, wir Haufen liegen nicht, wir geht. stehen. Hätten sie auch eben hinlegen können, auch kein Problem. Ja, manchmal bin ich leicht verpeilt. Am frühen Morgen darf man das. Ein Bauplan. Ach, den seht ihr gar nicht. Doch. Doch, sehe ich. Doch, auch? Ingenieur. Hattest du eigentlich jetzt schon Berufe, Dalu? Ingenieur und Alchemist. Ja, guck. Dann ist das ja was für Sonst dich. wäre er nicht gedroppt, glaube ich. Mal sehen, Doch, die droppen ist das auch. nicht random? Ja. Die droppen trotzdem, das ist egal. War es nicht mal eine Zeit lang so, dass man. Ach nee, aufheben gebundene Baupläne wird jetzt keiner sehen. Also, wenn jetzt ein Genau. aufhebender Bauplan droppt und wir haben keinen Ingi dabei, dann sieht ihn auch keiner. Genau. Richtig. Aber damals hat man die Pläne auch noch so teuer verkauft. Da erinnere ich mich auch Oh noch an Molten ja. Core. Da gab es das Scharfschützengewehr und so eine komische Drehscheibe, so ein Schild, was, wenn du Pech hattest, halt dir Damage gemacht hat, aber sonst ganz gut war. Kernscharfschützengewehr, genau. Also die Klauen habe ich jetzt komplett, aber Die ich habe ich auch. glaube, es fehlen noch diese Stäbe. Ja, Diese die habe ich aber, Hexenstäbe. glaube ich, auch voll, oder? Nee, nee. Mal Einer gucken. ist in dem Haus da drin. Okay. So, nee, Hexerstab habe ich auch noch nicht voll. Das habe ich Ja. auch gesehen. Welches Item habt ihr in WoW am längsten gefarmt oder versucht zusammenzukriegen? Oh je. Da muss ich auch erstmal überlegen. Wenn es mehrere waren. Boah. Am Fällt mir so längsten. spontan gar nicht ein. Mir auch nicht. Ich habe für vieles lange gebraucht. Ja. Auch so für Style-Items? Nee. Nee, Style ging ja immer recht schnell, weil du die meisten Sachen ja mittlerweile Ja, aber Solo du laufen wo kannst. ja, aber du wolltest ja nichts 0815-mäßiges haben. Du wolltest ja cool aussehen. Mein Death Knight zum Beispiel hat eine Rüstung an, die trägt sonst kein Arsch. Okay. Also damit siehst du nie jemanden. Und die sieht echt gut aus. Du wirst auch sau oft drauf angesprochen, woher die Rüstung ist. Und mittlerweile steht es ja leider dran. Also wenn man drüber guckt, steht ja was Ja. drunter. Was das ist, das ist ein bisschen blöd. Das will ich nicht. Also am längsten, glaube ich, habe ich gebraucht für mein T5-Set. Ja gut, aber da muss es ja einfach in Ini sozusagen reingehen und es halt hoffen, dass es droppt. Ich Ja. meine Gegenstände, wo du jetzt ja wirklich durchgehend reingekommen bist, also 5 Mal pro Stunde. So irgendein Heroic-Item oder sowas halt. Also es Ich gab da glaube. bei Veotel Kane Inni, Azul Nerub, glaube ich, ist das. Da hat der dieser Spinnenboss so einen Ausdauer-Schmuckstück getroppt. Da war ich auch 10.000 Mal drin, um das zu kriegen. Wartet, wartet, da oben der Boss noch, der ist hier hinten. Alles gerade da oben, ja. Ja, ich erinnere mich an die Azul Nerub, aber Entschuldigung, das muss ja blau gewesen sein dann, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Das kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall wollte ich dieses Schmuckstück unbedingt haben und das ist halt nie gedroppt. Aber die Azul Nerub ging ja Gott sei Dank auch sehr schnell, das war Ja. die ganz kurze Ja. Instanz. Das Problem war ja, dass du auf Hero nur einmal täglich gehen konntest. Es sei denn, du kommst mit Random rein. Das Da stimmt. kannst du Instanzen auch öfter machen. Lustig war in WoTLK, ich weiß nicht, wie die Instanz heißt, das ist die Instanz, wo das Mount auch droppen kann. Wo du einmal den Boss hast, wo einer immer auf diesen Tisch gelegt wird und das Schwert kommt von oben runter. Man muss das Schwert kaputt machen rechtzeitig. Schwert. Kommt von Wisst oben ihr, den welche Tisch. Instanz ich meine? Ja. Wie Und heißt die die noch? Instanz. Ich weiß nicht, wie die Instanz heißt, aber die Instanz konnte man auf Heroic in 7 Minuten beenden. Okay. Mit allen Bossen töten, weil als Death Knight warst du so overpowered, voll equipped in WoTLK, dass du einfach komplett die ganze Ini gepullt hast. Wenn du einen guten Heiler dabei hattest, konntest du einfach nur durchgehen. Wollen wir jetzt nochmal versuchen, den Dicken zu suchen oder gehen wir erst nach oben rechts? Wir Wir haben immer noch müssen eine Quest, das Essen. das Essen, genau. Wir müssen noch das Essen machen, aber irgendwie geht das hier an diesem Kessel jetzt nicht. Jetzt gerade wo? Ah, hier vielleicht. Ja. Ja. Okay. Reicht, wenn einer das macht, ne? Oder? Ja, aber Ja, wir brauchen noch aber es zwei. gibt noch.
Guck nochmal oben, ob da noch was steht. Ne, einer ist hier. Wir fangen gerade drauf zu. Guck mal, die greifen uns gar nicht mehr an. Ja, doch. Ne, der greift dich an. Ne, hier ist nix. Hallo? Ja, immer den Beifahrer, ne? Hier ist noch einer. Ich kümmere mich mal eben um die Gesellschaft. Molenia, wo bist du? Ich bin hier. Ja, bei euch danke ich dir. So, jetzt haben wir ein paar erwischt. Eine Kacke drin. Hast du den auch abbekommen, Molenia? Ja. Und der andere steht auf der Straßenseite. Ich bekomme den nicht ab. Habt ihr denn für eine Quest? Doch, du steht bei dir auch, dass du das hast. Wurde bei mir gar nicht angezeigt. Der andere ist in diese Richtung. Welches Gebiet fandet ihr damals am besten? Vom Leveln her jetzt. Nagrand. Oh nee, das war übel. Ich fand Nagrand so toll. Nee, das war übel. Das sieht optisch ziemlich geil aus. Und das noch ist früher, vor BC? Feuerlande. Feuerlande ist ja Cutter. Ja. Ach, du wolltest Classic, ne? Ja, ja. Vom Leveln her, muss gerade überlegen, was mag ich denn da? Rotkammgebirge fand ich ganz gut. Nee, Rotkammgebirge das fand ich echt gar nervig. Nicht. Ja. Ja, echt? Ich was ich sehr nervig fand, war Dämmerwald. Den fand ich. Dämmerwald echt fand ich noch okay. Dämmerwald ging schnell vorbei, finde ich. Fand Strangethorn sehr, also wie war heißt schön. Das Gebiet noch? Also Schlingdorntal. Schlingdorntal, genau. Habe ich auch gerade gesucht. Das finde ich eigentlich auch ganz okay. Also das erste Gebiet, das zweite mag ich nicht mehr so. Wenn es dann Richtung Beuteburg geht. Ich fand das alles sehr interessant. Ich sah halt echt gut aus, also Strangethorn. Fand das irgendwo ganz cool gemacht, auch mit diesen Seiten. Das war zwar die nervigste Quest von alle, die grünen Hügel von Strangethorn. Das war übel, ja. Aber ich habe die irgendwann hinterher alle auf der Bank gehabt. Und jetzt kriegst du die ja sofort, ne? Also beim ersten Mob, den du umhaust, ist diese eine Seite, die du brauchst drin, ne? Es gibt ja auch weniger jetzt. Damals gab es ja irgendwie 43 oder so. 43 ja. Stück, genau. Jetzt gibt es nur eine. Lästigen Seiten. Eine einzige, Seite 14, ist die einzige, die übrig geblieben ist. Und da, wie gesagt, erster Mob und da ist die drinne. War auf jeden Fall ein cooles Gebiet und ich fand Westphal ist zwar nicht schön, aber war auf einmal was anderes, weil man vorher die ganze Zeit in diesem Waldgebiet war so und dann kam man auf einmal in so eine Art Wüste. Ja, Westphal hat sich ja auch jetzt verändert, ne? Ja. Haben sie ja auch total umgeändert. Ich fand das alte ja nicht so schön. Mittlerweile das neu gestaltete, von den Quests auch her. Interessant. Ne, mit dem Detektiv, dann musst du ja einen Detektiv spielen. In dem Sinne. War auch ganz interessant. Ja, finde ich auch ganz nett. Kennt ihr noch das seltene Hemd? Es gibt ein Hemd, also du kannst ja mehrere. Gibt es überhaupt noch Hemden? Ja. Ja. Kann man sich ja auch manchmal ein lila Hemd schneidern lassen, weil es dann zur Rüstung passt oder sonstiges. Ja, ja, ja. Und es gibt ein Hemd, das kriegst du über eine Quest. Und die, ja, Captain Sanders Hemd heißt das, glaube ich. Und diese Quest findet man in einer Flasche in Westfall. Ja, ja. Die hat, das stimmt, Hemd habe ich irgendwo. Am Meer. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Mal auf eine etwas längere Questreihe, ne? Ja. Genau. Wobei ich glaube, die Questreihe gibt es nicht mehr. Also man findet jetzt ja immer eine Quest am Strand. Gibt es die nicht mehr? Schade. Das fand ich eigentlich immer am interessantesten, diese Questreihe zu machen. Die habe ich ziemlich gerne gemacht. Mhm. Du musst es ja wirklich an verschiedenen Orten halt auch suchen. Obwohl, warte mal, doch, die gibt es noch. Die gibt es noch. Aber die. Kriegt man auch Captain Sanders Hemd? Das weiß ich nicht, ob man das noch kriegt. Aber die Quest gibt es noch für die Schatzsuche. Hätten jetzt auf der Allianz-Seite sein müssen, um das zu sehen. Ja. Also ich meine, die Quest war damals rar gewesen, die lag da nicht so oft rum. Aber bei meiner damaligen WoW-Einführung hatte ich die Quest, glaube ich, noch gehabt, ja. Ja, ich breche die schon immer ab.
Die nervt mich mittlerweile schon. Wenn man die jedes Mal kriegt. Das ist so überhaupt nichts Besonderes. Das war sogar noch vor Cutter-Zeiten, oder? Hm. Wie fing da gerade Cutter an? Weiß ich gar nicht mehr. Die Einführung ist schon ein bisschen her. Von, ich glaube, 3 Jahre. Ich fand es aber halt cool, dass damals schon an so viele Sachen gedacht wurden. Also an diese kleinen, ja, diese versteckten Quests, so geheime Sachen halt. Ja, war schon was anderes, ne, als immer diese Standard-Quest, die man halt immer absolviert hatte. Es gibt ja sau viele Gegenstände, die halt einfach nur irgendeinen Effekt haben. Ich hab mit meinem DK, hab ich auch noch... Wo kriegt man eigentlich diesen Schlüssel her? Schurke sein. Ja. Ja? Das sind Schurkenkisten, ja. Mhm. Und mit Schmied kannst du auch Schlüssel bauen. Was wollte ich gerade sagen? Es gibt voll viele Gegenstände, die halt irgendeinen besonderen Effekt machen. Und da gibt es auch manche Quests, die, das muss man natürlich wissen, die darf man nicht abbrechen. Zum Beispiel mit meinem Schurken habe ich eine Quest, da musste man so ein Eis einfach nur zu wem bringen. Die ist reingekommen, ich glaube, mit Cutter in die Low-Level-Gebiete. Dort konntest du eine Quest machen. Da musst du einfach nur Eis abliefern. Und Eis du hast, ja, und du hast aber eine Eismaschine auf dem Rücken bekommen. So 2 Tanks. Das sind 2 blaue Tanks. Die sehen sau cool aus. Und ich habe die Quest einfach nicht abgegeben und habe mit meinem Schurken jetzt dauerhaft 2 Tanks auf dem Rücken. Und das sieht echt cool aus. Die Quest werde ich auch nicht abgeben. Kenn ich gar nicht, diese Quest. Nicht auch nicht. Das ist, im neuen Tanaris gab es die. Da gab es dann auch nochmal eine Quest, die haben die rausgenommen danach, weil das zu viele gemacht haben, weil bei uns spricht sich sowas dann immer rum oder hat sich rumgesprochen. Dort hast du ein Spiegelbild von dir bekommen, was dir hinterhergelaufen ist für kurze Zeit. Und die Quest haben auch einfach mal alle nicht abgegeben und dann waren alle in Ogrimmar halt 2 Mal so ungefähr. Auch nicht schlecht. Und das haben sie aber rausgenommen, leider. Und auf solche Quests muss man irgendwie mal achten. Ich liebe Questgegenstände, die du überall benutzen kannst. Genauso kannst du in einer Quest in dem Teufelswald, heißt der mittlerweile, da musst du so eine Blitzkugel auf den Boden werfen und daneben Monster töten. Die Blitzkugel kannst du aber auch außerhalb des Teufelswalds werfen. Das heißt, ich habe jetzt überall so einen Vortex, den ich hinwerfen kann. Auch nicht schlecht. Sowas finde ich ganz cool. Habe ich nie wirklich drauf geachtet, muss ich ehrlich zugeben. So die kleinen Witze. Finde ich gut. Wir haben ja alles, oder? Nee, eine Sache fehlt. Eine fehlt noch. Ein Kopfjäger. Den habe ich jetzt hier gerade. Wenn euch noch mehr von solchen Gegenständen einfallen, ich weiß, es gibt da noch ganz viele und wenn ich umloggen würde, würde ich die auch alle sehen. Da gibt es ja unendlich unzählige von. Ja. War eine feine Sache. Aber am besten finde ich immer noch die Täuschungskugel. Damit kannst du einfach für 5. Er hat 30 Minuten Cooldown, ich glaube sogar mittlerweile mehr. Und du verwandelst dich 5 Minuten in das Pendant der anderen Fraktion. Genau. Ja, ja. Da gibt es aber auch mehrere von. Ja. Ja, es gibt noch eine speziell für Blutelfen, dass du dich direkt in einen Blutelfen verwandelst. Gibt es solche Sachen jetzt nicht auch über Archäologie, dass man die jetzt finden kann? Es gibt mehrere Sachen. Warte, die Quest nicht annehmen, das sind wahrscheinlich wieder nur Grüne. Keine Quest mehr annehmen. Wir geben nur noch ab. Nichts, auch die Folgequest nicht annehmen. Okay. Wir sind eh bald aus dem Gebiet raus. Ja, wir sollten wechseln. Ja, ja. Einfach nur alles weg. Raus aus der Geisterlande. Achso. Ich hab's aber immer gehasst, wenn man Quests hatte, die man erst annehmen konnte, wenn man die und die und die Quest gemacht hat vorher, die so gar nichts miteinander zu tun hatten und dann musstest du das voll weit zurückverfolgen, bis du halt endlich rausgefunden hast, welche... Habt ihr diese Quest angenommen gehabt mit dem Apotheker? Nee, wir haben nichts mehr angenommen. Ach so. Also ich habe jetzt noch eine Quest, die ist gesucht Faulbein und meine Klassenquest. Weil das hatte ich nämlich gar nicht, diese, ihr habt die gerade hier abgegeben beim Apotheker hier oben, ne? Ja. Die habe ich gar nicht angenommen. Wie viel fehlt dir noch zum Level Up X-Hero? 1,5 Balken. Wie viel fehlt dir noch? Einen Viertelbalken. Jetzt haben wir X-Hero überholt. Yay. Auch. Ja, aber ich habe die Quest nicht angenommen gehabt. Ah, Mist. Ah, ich habe auch auf die Zahlen nicht geachtet im Questlog. Hm, ich auch nicht. Ja, tut uns leid. Bei mir zumindest. Aufs Millennium leid tut, weiß ich nicht. Doch, auch ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Das gleicht sich eh irgendwann wieder aus.
Wir machen Hälfte-Hälfte mit den Spritkosten, ne, wenn du schon nichts selber machst. Naja, natürlich. Wir werden verfolgt. Hast du den Sandsteindrachen? Also aus dieser doofen Fiole aus Archäologie? Nee, ich bin grundsätzlich jemand, der kein Glück hat. Ja, geht mir auch so. Ich hab sie. Das Ding, die Fiole, die habe ich gesucht. Ja, nicht gefunden, bis jetzt noch nicht. Ich erinnere mich immer noch gerne an die feierliche Zeremonie, wo wir die Trollfragmente alle verbraucht haben, weil ich dieses Schwert haben wollte aus Style. Ich liebe diesen Drachen. Millionen Fragmente gesammelt. Wir stehen extra noch in Zul'Gurub, haben wir uns reingestellt, an den Trolltempel, so um alles perfekt zu machen. So alle Chancen irgendwie erhöhen und nix. Am Ende nix bekommen. Oh. Irgendwie einen Monat habe ich gefahren und ich habe mich auch zurückgehalten, nicht zu drücken. So, weißt du, nicht einmal die Fragmente. Ich sammle erst einen Monat, damit ich mir nur mal sicher sein kann, ich kriege das Ding. Ja. Nix gekriegt. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Gab ja auch mal eine Quest, die du in Winterquell machen konntest, um dein... Also du hast erst diesen Pet gekriegt. Ich muss mal eben gucken, wie der heißt. Beziehungsweise Haustier. War das dieser Winterquelljunge? Der Winterquelljunge? Ja, ich muss eben gucken. Sich an wie ein Sklave. Wo ist dieses Vieh jetzt? Ja, das Winterquelljunges, glaube ich, heißt das, genau, oder? Genau, Winterquelljunges. Ah, hier liegt schon mal Faulbein. Nur da hast weiter. Du ja diesen kleinen Tiger gekriegt. Und genau. Es gab in Winterquell ja diese Quest, wo du halt dieses Tier erstmal das Jagen beibringen musstest. Dann musstest du... ich glaube, ich weiß auch nicht, wie viele Quests das waren. Das war eine ganze Questreihe. Und irgendwann war dieser kleine Pet erwachsen und konnte es als Reittier verwenden. Och, diese ich Quest, erinnere mich. Die habe ich schon Ewigkeiten und noch nie gemacht. Also, das ist so ein rosaner Tiger, ne? Ja, ja, genau. Also lila. Gibt es die Quest noch? Also das Haustier habe ich wohl, aber... Ja, und du musst das irgendwie tagelang, dann kriegst du irgendwann ein Ei oder so. War das nicht so? Ein Ei? Es gab auch noch das war ein anderes Gebiet, unten um Guru-Krater. Da konntest du auch noch ein Pet kriegen. Das ist eine andere Story. Ja. Nee, aber das mit dem Tiger kenne ich. Das ging aber auch mindestens 14 Tage oder so, ja, bis du das fertig hattest. Musstest du wirklich täglich machen, ne? Quasi wie eine Daily. Ja gut, das ist kein Ding. Also da habe ich Durchhaltevermögen, wenn ich was haben will. Ja, ich habe damals nicht gehabt und ich habe, glaube ich, auch die Quest wieder weggepackt bei Nanuna. Bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste ich nachher mal gucken, ob ich die Quest noch habe. Ich habe sie mal angefangen. Du brauchst auch bestimmtes Gold, brauchtest du. Ich glaube 30 Gold. Dann brauchtest du wann waren das? So ähnlich wie Leinstoff brauchtest du und dann halt gewisses Fressen für ihn. Das konntest du dann halt jeden Tag machen. Du musstest mit ihm ja auch jagen gehen. Ja, ich halt erinnere mich. In Munguru-Krater hast du ein Ei bekommen und wenn du das irgendwie auch jeden Tag irgendwas damit gemacht hast, dann konnte das auch irgendwann schlüpfen. Das war nicht vorgegeben. Mhm. Und irgendwann hattest du dann daraus auch einen Mount. Das finde ich eigentlich richtig, richtig toll, wenn man halt sich das Mount wirklich erarbeiten muss. Jetzt nicht in einer Raid oder einer Instanz, sondern einfach so. Ne? Das fand ich immer ganz toll. Wenn du sowieso den M-Content hattest, du hattest ja quasi immer irgendwo eine Aufgabe, ne? Entweder hast du, sag schnell, Erfolge verfolgt und, oder hast dann halt diese kleinen Mini-Quests gemacht, um irgendwelche Pets oder Mounts zu bekommen. Das fand ich eigentlich immer sehr interessant. Vor allem die Erfolge, da war ich immer sehr heiß hinterher. Ja, die Erfolge gab es ja damals noch gar nicht. Nee, das ist auch erst durch Cutter, ne? Ja, glaube ich. Aber WOTLK doch auch schon, oder? Komm, WOTLK gab es auch schon Erfolge, ja. Ja, vor allem, du konntest die ja auch von Classic auf trotzdem verfolgen quasi. Du hast die meisten Anstreben. Erfolge ja auch bekommen, wenn du noch irgendwas im Inventar hattest oder auf der Bank was damit zu tun hatte. Genau, auch wo du jetzt schon Level 80 warst, du hast trotzdem den Erfolg gekriegt, wo du 10, 20, ne? Genau. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz hier Faulbein abwarten. Der läuft ja auf jeden Fall rum. Ich habe schon die ganze Zeit / Target Faulbein, schreibe ich dir ganz in den Chat. Was sagt denn unsere Zeit? 19. Ich würde sagen, nach einer Minute beenden wir den Part. Danach kommen wir ins Battleground. Wenn er da ist und beenden dann die Folge wieder. Dann starten wir sie am besten. Ja. Ich und meine verwirrten Texte hier.
Seid ihr denn das hin? Faule Bein. Ich immer noch wieder um diesen Tempel rum, hier wo seine Leiche lag. Okay. Aber wenn die Leiche weg ist, muss er auch direkt respawned sein. Ja, aber meist, der spawnt aber nicht immer an gleichem Ort. Ja, nein, der spawnt nicht, natürlich nicht da, wo er stirbt, aber ich bin jetzt einmal komplett hochgefahren mit dir. Und irgendwo muss er ja auch langlaufen. Ich sehe den nirgends. Ah, der läuft hier lang, genau, über diesen Pfad, glaube ich. Und da ist dann... Da ist er doch. Da ist er. Der wird aber schon angegriffen. Aber dann lad ihn schnell ein, lad mal den Typen schnell ein. Ach, das sind zwei. Das sind zwei, geht nicht. Haut mal mit drauf, vielleicht kriegt man den noch. Nein. Nee, der ist vertraut. Es ist hier nicht so, ne? Also bei den höheren Gebieten, da kannst du ab und an mit draufhauen und dann zählt der trotzdem. Nee, der zählt aber nicht. Das ist, der zeitlosen Insel zählt das. Da brauchst du nur einmal draufhauen und kriegst trotzdem später das Equipment dafür. Es gibt einige MOP ja auch und so, wo du dann mit draufhaust und dann kannst du die mit looten und so. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo WoW das umgestellt hat. Und richtig verschissen hat. Da hat nämlich der den Mob bekommen, der am meisten Damage gemacht hat. Und da konntest du den Leuten die Mobs noch wegnehmen, auch wenn die schon dran waren. Das war sowas von übel. So, er braucht den auch noch. Ach, hab ich ihn eingeladen. Ja, wir sind doch gerade am Anmelden hier. Der soll nicht abbrechen dann. Das wäre doof. Nee, er läuft noch weiter. Ja. Aber wir sind schon seit 36 Minuten dabei. Ja, ich meine ja nur. Ah, okay, dann. Ja, Ben will jetzt am besten den Part suchen, dann nochmal Foulbound und gehen dann ins Battleground. Genau. Gut. Genau, ich würde sagen, beenden wir jetzt erstmal den Part. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.